According of God's holy ordinance, and thereto I ply thee my truth. The rings, please. Yes. Mit diesem Ring heirate ich dich. Mit meiner ganzen Person ehre ich dich. Mein ganzes Hab und Gut verleihe ich dir. Lege sie nun die Hände auf diesen Amboss. Mit diesem Hammerschlag besiegele ich die Ehe zwischen George und Catherine Bender. Unterzeichne jetzt das Eheprotokoll. Ich verlese. Kingdom of Scotland, County of Dumfries, Parish of Gretna. Diese Eintragungen sollen allen denen, sie vorgelegt werden, bescheinigen, dass George, Philip, Moritz, Henry, Valentine Bender von der Gemeinde Butzbach im Großherzogtum Hessen-Darmstadt in Deutschland und Catherine Greeb aus der Gemeinde Gambach im Großherzogtum Hessen-Darmstadt in Deutschland hier und jetzt anwesend und nachdem sie sich als ledige Personen erklärt haben, an diesem Tag nach der Art der Gesetze der Kirche von England und übereinstimmend mit den Gesetzen von Schottland verheiratet wurden, wie unsere Hände bezeugen in Gretna Hall an diesem 19. Tag im Dezember 1843. Now, sir, you will put your name in the right-hand corner. And ma'am, you will put yours under it. So, we, the witnesses, also die Zeugen, will put ours in the other corner. Thank you. Nun ist es drauf, einander die Hände zu reichen und zu gratulieren. Congratulations. Congratulations. Danke. Thank you. Danke. Danke. Schau, ist das Wirklichkeit oder ist es ein Traum? Es ist Wirklichkeit, mein Weib, es ist Wirklichkeit. Was habe ich denn alles gelobt? Ich sage ja zu dir in guten und in schlechten Zeiten, wenn der Weg steil ist und uns die Hoffnung fehlt. Wenn du traurig bist, werde ich dich trösten. Wenn dir Unrecht widerfährt, werde ich für dich kämpfen. Wenn dein Leben auf dieser Welt zu Ende geht, wird mein Herz dich auf deinem Weg begleiten. Ich will dich lieben, achten und ehren und dir stets die Treue halten. Ach, George, das rührt mich zu Tränen. Ja. Und der Dudelsackpfeifer, der treibt mir auch das Lass in die Augen. Der rührt mich allerdings auch zu Tränen. Hat er das Ganze doch noch um 5 Gileen verfeuert? Ach, George.